Also das ist mal definitiv nicht der kleine Stadtstreicher, trotz erhobenen Zeigefinger, sondern es ist Karl Maria von Weber. Und wer jetzt schon weiß, wo ich bin, der ist wirklich gut. Nun, wenn ich euch verrate, dass dieser Brunnen und diese Fassade inklusive Figuren, genauso wie diese vier wunderhübschen jungen Damen, diese Kuppel und dieser Gebäudeteil zum wohl bekanntesten Zwinger Deutschlands gehören, dann wisst ihr jetzt endgültig, dass ich in Dresden angelangt bin, der Hauptstadt Sachsens. Und mit den herrlichen Klängen im Hintergrund sehen wir hier ein Blumenbeet vor dem Zwinger. Ich vermute, dass die schwarze Farbe vieler Bauwerke daher rührt, dass die Dresdner die Folgen des barbarischen Bombenangriffs im Zweiten Weltkrieg, dem schlimmsten, den es jemals gegeben hat, auf eine Zivilstadt hier doch noch sichtbar lassen wollten. Und zu Dresden gehört natürlich auch die Semperoper. Wobei mir jemand schlüssig erklären soll, warum vor der Semperoper die Herrn Goethe und Schiller herumsitzen, die ja eigentlich Theaterstücke geschrieben haben. Vor der Semperoper steht dann hier das Denkmal von König Johann. Fragt mich jetzt bitte nicht, wessen König der mal war. Auf jeden Fall, sein Denkmal steht mal hier. Beeindruckend ist schon die Hinteransicht der Kathedrale Sanctissime Trinitatis, auf gut Deutsch Allerheiligste Dreifaltigkeit, und das ist die Turmspitze. Links und rechts vom Hauptportal finden wir die vier Evangelisten. Hier zunächst mal Matthäus, Johannes mit dem Adler, Lukas mit dem Stier und Markus mit dem Löwen. Hier stehe ich bereits vor dem Residenzschloss. Das Residenzschloss hat übrigens einen direkten Übergang zur Kathedrale Sanctissime Trinitatis.
Wahrscheinlich wollten die Fürsten sich den langen Fußweg sparen. Friedrich August der Gerechte war wahrscheinlich einer der Kurfürsten von Dresden oder von Sachsen, besser gesagt. Ja, und hinter mir seht ihr den berühmten Fürstenzug und da stehen dann bei den meisten auch die Namen drunter, das heißt, ich brauche sie euch nicht zu erzählen. Nur zu den Friedrichs muss ich doch ein bisschen was sagen. Das dürfte ein sehr beliebter Name gewesen sein. Deswegen hat jeder Friedrich einfach einen Beinamen bekommen. Besonders lustig finde ich Friedrich der Gebissene. Wer den wohl gebissen hat? Tja, liebe Leute, jetzt dürft ihr raten, einer von den dreien ist echt. Die anderen zwei sind nur Schaufensterpuppen. Habt ihr es schon? Innerhalb der Mauer, an der der Fürstenzug verewigt ist, befindet sich der Dresdner Stallhof. Und der ist auch innen ganz schön ausgestaltet, wie man sieht. Barkas war eine Automarke aus der DDR, die Lieferwagen produzierte. Das ist der Gebäudekomplex der Dresdner Kunstakademie. Ja, auch dieser geflügelte Herr mit dem Ölzweig in der Hand gehört zur Kunstakademie. Genauer gesagt zum Albertinum. Ebenso jener goldene Engel mit der Posaune. Gottfried Semper fungiert als Namenspatron der Semperoper, steht vor der Kunstakademie in Dresden und sollte uns auch aus Wiener Sicht einiges sagen. Immerhin hat er an den zwei Museen und am Burgtheater gemeinsam mit dem Architekten Karl von Hasenauer gewirkt. Und vor der Kunstakademie erstreckt sich die Brühlsche Terrasse, von der aus man einen wunderschönen Blick zur Elbe genießen kann. Diese zwei Gebäude am anderen Ufer der Elbe sind ein Hotel und das sächsische Staatsministerium. Die Dresdner Frauenkirche hat einen circa, ich würde mal sagen, 50 mal 50 Meter quadratischen Grundriss mit einer riesigen Mittelkuppel, auf der oben die Turmspitze mit einer Aussichtsplattform thront. Durch den quadratischen Grundriss bedingt ist der Innenraum rund. Und was noch besonders ist, dass die Orgel über dem Hochaltar steht. Puh, und nach knapp 300 Stufen oder waren es doch mehr, bin ich auf 67 Meter Höhe
im Turm der Frauenkirche angelangt und genieße Dresden von oben. Tja, von hier oben habe ich das Dresdner Panorama gesehen. Vor der Frauenkirche steht ein Mann mit einer großen, dicken Bibel. Nun ja, klar, Martin Luther. Und jener Herr steht auf dem Neumarkt und sein Name, einer der vielen Friedrichs, allerdings einer mit einem August dazu, Friedrich August II., ein König. Dieser Brunnen steht vor dem Museum Johanneum. August der Starke und ein offensichtlich auch nicht gerade schwacher Kämpfer. Ja, zum Abschluss meines Dresden-Besuchs noch ein kleiner Spaziergang im Großen Garten. Das ist die größte Grünanlage der Stadt. Und da gibt es dann auch ein Palais. Und dieses kleine Schlösschen hat rundherum verteilt insgesamt 4 solche sogenannte Kavaliershäuser. Dazu natürlich den obligaten Schlossteich mit Springbrunnen sowie einen Garten mit schönen, sommerlich bunten Blumen. Und mit diesem Blick auf 2 kämpferische Zentauren beende ich meinen Dresden-Aufenthalt und beende auch diese Folge des kleinen Stadtstreichers.